Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Next Time. Ja, heute kam endlich das nächste. Also, ich konnte irgendwie mit den letzten zwei Tagen habe ich es gar nicht bekommen. Dieses Hallo, das war jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Tut mir leid, falls eure Headset gerade euch Ohrenbluten verschafft haben. Ohrenbluten ist deutsches Geil. Jedenfalls, ich habe es hinbekommen. Super. Ich habe eine Challenge bekommen und zwar ein Rennen aus der Ego-Perspektive. Und dann machen wir einfach jetzt mal die ganze Folge lang, weil wir wahrscheinlich die ganze Folge davor haben. Das wird auf jeden Fall hart. Hier an Vortrex. Anti-Spin ist half. Half. Auf jeden Fall half. Half. Gut, ja, ich bin gespannt, ob wir das schaffen werden. Ich denke auf jeden Fall nicht. Ich denke auf jeden Fall. Wieder mein super Deutsch. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil gerade ein neues Spiel download und so. Sag mal, habt ihr eigentlich bei Origin auch so krasse Download-Raten? Ich habe da 50.000er Leitung und hab da beste war fast 35 Megabyte pro Sekunde. Minimal gut. Vor einem Jahr hatte man dann noch maximal 1 Megabyte. So. So, das ist übrigens auch der schnellste Wagen, hat mich TBT darauf hingewiesen. Boah, das wird schlimm. Boah, das ist hart. Weil es gerade irgendwie laggt. Wow. Achso, weil ich noch auf 30 FPS eingestellt habe. Nein! Kein Wunder, dass es laggt. Weil ich nicht mit der aufnehme, mit dem ich eigentlich bei Next Game aufnehme. Boah, das ist aber ein geiles Gefühl, muss man sagen. Boah, scheiße. Das ist intensiv hier. Der Ego-Perspektive. Man kann vor allem nicht zurück, nicht zur Seite schauen, das ist nicht krass Vorteil. Alter, Next Time auch definitiv. Wow! Boah, also fürs meine Fast geht's jetzt wegen der FPS. Bis runter, so tut mir leid. Also Next Time braucht definitiv Oculus Rift Support. Wow! Hol mich noch nicht so da rein. Bis jetzt geht's ja. So, auf jeden Fall. Oh, das war knapp. Fühlt sich auf jeden Fall schon cool an, so in der Ego-Perspektive zu fahren. So, oh. Übrigens hätte ich gerne noch weitere Challenges. Also einfach in die Kommentare posten. Weil links ist ein Schild und kaputter Wagen. Oh, hier sind auch ein paar mehr kaputte Wagen. Was ihr wollt, was ich versuchen soll, wäre echt geil, weil das. Aber ich weiß gerade nicht so, was ich tun soll im Next Car Game. Also deshalb bitte einfach mal in die Kommentare posten, was ihr für Challenges machen soll. So, ich frage, ob wir an die noch rankommen. Ich hoffe schon. Aber ich rechne nicht fest damit. So. Boah, das Spiel hat ein schönes Geschwindigkeitsgefühl. Obwohl es noch nicht mal flüssig läuft. Ist schon krass. Oh, das ist aber echt geil, das Spendenspiel. Danke an den, der mir gesagt hat. Oh, 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 oh. Ah, scheiße. Aua. Ich sehe gar nichts. Ach, wir stehen. Okay. Und wir hängen. Ich reset. Da muss ich mich jetzt resetten. Tut mir leid. Oh, da haben wir einige Plätze verloren. Wow. Oh, scheiße. Wow. Okay, das gibt Rache. Ich will nur mal kurz gucken, wie unser Auto aussieht. Okay. So, dem rahmen wir jetzt rein. Bam! Oh, scheiße, voll in die Wand. Und dann ist der auch noch in uns reingekracht. Egal, wir haben mir ganz schön Schaden zugefügt und das war's wert. Und wir haben keinen Platz verloren. Wir werden ihn zwar auch nicht mehr aufholen, aber das ist mir jetzt gerade voll egal. So, komm. Ja. Also. Okay, klappt so gut. So, also ist erstaunlich gut, aber wahrscheinlich, weil wir gerade nicht so viel auf die Fresse bekommen haben. Okay. Bitte unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich habe dran gedacht, die Einblendung und so zu machen. Auf den Link von King of Key klicken, denn wenn ihr das macht, werden die mich höchstwahrscheinlich sponsoren. Und wenn die mich sponsoren, kann ich geile Games let's playen. Neue. Das wäre schon so. So, und dann haben wir auch schon das Rennen beendet. Erstmal jetzt umfahren, weil es geil ist. Hat uns sogar ein bisschen beschädigt, aber egal. So, gut. Ich denke mal, die Folge wird ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht. Muss einfach mal gucken. So, und dann einfach mal zur Garage. War schon mal ganz geil. Lief gut. Ach
können wir jetzt einfach noch einmal Gravel Racen. Gravel Race machen und dann. Ich. Tires haben wir nicht drauf. Standard, dann machen wir mal die Gravel Tires. So, dann machen wir jetzt Gravel. Und danach werden wir noch einmal 8 Ball, Feature 8, wie es hier heißt. Ich werde es wahrscheinlich immer wegen Dirt Showdown 8 Ball nennen. Ja, das werden wir einmal fahren und dann hat sich's auch für diese Folge schon wieder. Na komm. So, oh, die Strecke braucht extrem viel Ressourcen. Wir haben gerade 21 FPS. Wow, da geht's gerade ab. Okay, da ist eigentlich schon zu Bruch gegangen. Wow, 21 FPS, da kann man nicht mal, Alter! Nicht mal annähernd fahren, wie hier einfach rüberspringen. So, rüber. Ah, scheiße. Wow. Scheiße, oh Gott. Nein, nicht überschlagen, das war knapp. Alter, hinten geht's ab. Konnte man leider nur so halb sehen. Und wir sind Dritter, das wundert mich ja. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der Ernst da nicht rausdreht. Ja, was er jetzt versucht, aber wir haben's. Das war für ihn schädlich. Und für den Nemi. Der ist jetzt ganz schön verkippt. So, da vorne sind die beiden, die ersten. Also der zweite, der erste. Was wir gut fahren, damit wir aufholen. So, das war schon mal okay. Aua, hüpf. Und der hinter uns wird noch Probleme machen. Na, ah, scheiße, sag ich doch. Bleib weg. Oh, scheiße. Oh, ich sehe gut. Kein Überblick. Oh, wir haben ein paar Plätze verloren. Alter, den hat's dafür auch abgesnackt. Und den da auch. Ah, ich sehe unseren Rücken. Dingspolster. Hat sich jetzt irgendwie durch den Crash verschoben. Haben wir jetzt blöd Plätze verloren. Mal sehen, ob wir den noch aufholen können. Also Dritter ist mein Ziel, Podium. So. Das können wir schaffen, würde ich sagen. Das ist machbar. Aber irgendwie fahren wir viel vorsichtiger in der Ego-Perspektive. Wahrscheinlich einfach, weil auch da alle Crashes ein bisschen heftiger wirken. Oh, da sind wir eine gute Kurve gefahren. Jetzt hier einfach mal wieder bitte links rein, nichts tut. Das ist gefährlich. So, wieder hier aufpassen, dass man nicht zu weit links fährt. Klappt doch. So, rüber. So, okay. Okay, den werden wir nicht mehr kriegen da vorne. So, aber einmal jumpen und dann wieder links. Oh, scheiße. Das hat uns noch ein paar Plätze gebracht. Und zwei auf jeden Fall. 3, 4, 5. Naja, 4. Komm. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Oh, und der eine hat sich davor nur wegen uns überschlagen. Oder hat er sich überschlagen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist da noch einiges gerade passiert am Ende. So, dann nochmal zur Garage, bitte. Oder wird das nur ein 10-Minuten-Rennen oder so? 10-Minuten-Fall. Ich versuche übrigens ab Montag wieder Dead Space zu kommen zu lassen. Ich kann nicht garantieren, dass es kommt, aber ich hoffe es. So, go. Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Na komm. Die Ladezeiten sind auch ein bisschen zu lang. Good Race. Das können wir in der nächsten Folge machen, aus der Ego-Perspektive in Destruction Derby. Aber jetzt ist auf jeden Fall auch nochmal ziemlich spektakulär. Nämlich dieses 8-Ball. Das wird krass, weil wir da wahrscheinlich nichts sehen werden, überall was fliegt, unter anderem auch Autos. Also ich freue mich drauf. Loading. So, und dann... Wir sind zum Glück weit vorne. So, und jetzt müssen wir nur schnell hier weg. Den da erstmal schon mal wegraum. Oh, der wird da einige blockieren. Wir sind Erster. Uns geht's bisher gut. Jetzt dürfen wir aber noch nicht zu weit aus.
Oh, 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 oh. Man sieht gar nichts. Man sieht nicht die ganze Action. Come on, jetzt mach schon die Kurve. Hinten haben wir schon einiges abbekommen. So, rechts können wir gleich gerammt werden. Oh, sag ich doch. Scheiße. Oh, 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 oh. Massenkarambolage. Da ziehen wir auch gleich gegangen. Jetzt ist die Motorhaube ziemlich... Alter. Critical Damage hinten rechts. Und jetzt ist die Motorhaube leider ziemlich hoch. Wow, wow, wow. Jetzt sehen wir insgesamt noch weniger. Da waren sie irgendwie in die Kurven. Scheiße, muss man sagen. Musste mal gesagt werden. Wow. Der hat... Oh. Okay, so. Komm, letzte Runde. Ich will noch einen überholen in dieser Kurve. Kriegen wir ihn noch? Nein, jetzt will ich keinen Platz verlieren. Wow, das war knapp. Wir haben es geschafft. Fünfter Platz ist okay. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen, hoffe, es euch gefallen hat und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer GCG.